8 und ich habe mir mein Japaner ein bisschen umgeändert. Nicht mehr weiß, sondern jetzt auf dem Blau und habe jetzt mal ein bisschen leicht veränderten Einstellungsmöglichkeiten von diesem Update genutzt. Was heißen soll, danke. Nein. Lass mich doch mal weiterfahren. Das soll... Oh, weg hier. Ich komme nicht dazu, den Satz zu beenden. Was heißen soll, die... Stoßdämpfer? Sind jetzt gerade auf hart gestellt. Weil ist ja nur der eine Hubbel in der Mitte. Oh Mann, verdammt. Okay, ich dachte ehrlich gesagt, es wäre die andere. Ach, aber sei es drum. Aber es ist hier auch nicht so nötig, wie auf einer Rallye-Strecke. Und ich habe das... Oh. Das Getriebe verändert. Also gibt es nämlich auch ein paar neue Einstellungen. Oh, meine Nanne. Wie die Übersetzung nämlich jetzt auch aussehen kann. Insofern verändert, da gibt es halt die weite oder die kurze Range. Und das kommt mir, glaube ich, irgendwie zugute. Oh, weia, weia, weia. Das habe ich aber auch einen schön erwischt. Ah, komm, fahr schon. Ist jetzt völlig zu viele Plätze, weil ich zu lange zum Drehen gebraucht hatte. Ich hatte mir das anders vorgestellt. Er kommt schon. Die Krücken vor mir, die müssen wir ja wohl noch ausschalten können. Naja, so gut geht's mir ja auch nicht mehr. Und der Japaner bricht halt schnell aus. Aha, erwischt. Der kleine Mini, der hängt immer noch da an der Bande, wie ich gerade gesehen habe. Oh, jetzt aber. Ups. Oh nein, 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 nicht da rein. Ach Mist, das war ja so tatsächlich der, der hinter mir ist. Weg, ich brauche mal nicht. Ja, sehr schön. Ich kann mir ja noch ein paar Crashes produzieren. Und dadurch die Position ein bisschen verbessert. Oh nein, der steht schlecht. Wie jetzt gerade. Ich meine, wir sind immerhin schon auf Platz 6. Und ich sehe noch ein paar Leute rauchen. Oh nein, der steht schlecht. Ich gehöre komischerweise noch nicht dazu. Das Auto fühlt sich definitiv anders an. Naja, du willst mich raushauen, das ist mir schon klar. Sehr schön. Ich würde ihn ja gerne rammen, aber komme ich gerade nicht so zu. Oh, schön. Oh nein, jetzt habe ich den Konkurrenten wieder aufgeholfen. Du bist gar nicht in meiner Runde, geh weg. Ah, schön, wieder aufgehalten. Was ist das denn? Der ist genauso verkrüppelt wie meiner. Oh, sehr schön. Hat sie nochmal erwischt. So, das Ziel kann nicht mehr weit weg sein. Oh, war doch okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wie immer zum nächsten Rennen. Okay, wir fahren das Oval. Oh Mann, was pennen die denn so beim Starten? Auch hier habe ich jetzt nochmal ein bisschen was in den Einstellungen getan. Also
Autoeinstellungen. Mal gucken, ob mir das jetzt zugute kommt. Ich habe fast den Eindruck, ja. Es fühlt sich... Oh, nein, 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 nein. Auf jeden Fall ein bisschen runder an, was vom Motor her, wie es jetzt so gerade klingt und wie ich auch um die Kurven komme. Okay, da muss ich ein bisschen dran arbeiten, klar, aber... Ich kann zumindest so halbwegs mithalten. Oh. Die beiden da vor mir, die kicken sich noch aus. Ja, sag ich doch. Es war abzusehen. Und noch ein Crash. Oh, das ist gut, dass einer entgegengefahren, habe ich gesehen gerade. Nein, nicht mich rauskicken. Oh, die sind so nah. Ja, gut, war nicht so gut genommen, aber... Oh, da hängt mir jemand am Hinterteil. Oh nein. Da komme ich leider nicht mehr wirklich dran vorbei. Oh nein. Ich bin in die Innenbahn geraten. So, jetzt aber. Ach, sowas Blödes. Es lief doch gerade so gut. Der Crash an sich wäre auch kein Problem gewesen, wenn ich nicht innerhalb der Mauer gewesen wäre. Zu eng angefahren, klar. Ja, gucken, vielleicht kriegen wir ja noch ein, zwei. Vielleicht wird ja noch jemand aufgehalten. Oh. Nicht diese bekloppten Killer-Kommandos, die hier rumfahren. Das war nicht gut. Und ich hätte nicht vom Gas gehen dürfen. Ah, der alte Fehler kommt wieder durch. Ja, komm, dich kriege ich. Du wolltest es doch. Ich habe es genau gesehen. Du wolltest sterben. Gut, komme ich halt an, aber da war mehr drin. Was ist das für ein Schrotthaufen? An den runden Zeiten, na gut, bin ich noch ein bisschen weit weg, aber es wird besser. Mal ein bisschen schauen. Er ist mittlerweile da. Wer fährt denn noch? Der Schrotthaufen ist auch da. Oh, dass der noch fährt, ist ein Wunder. Okay. Das ist noch nicht mal mehr ein Dreirad. So wie der Reifen da vorne steht. Wie lenkt der? Gut, lass mal nicht. Wollen wir nicht drüber nachdenken. Unterbrechung und wie immer, wir sehen uns zum nächsten Rennen. Hier sind wir wieder unterwegs auf einer Mixstrecke und ja, ich habe ein kleines Auto gewählt, den Europäer, und mal sehen, wie es diesmal läuft. Ich bin ja zumindest so halbwegs sicher an Anfang durchgekommen.
auf jeden Fall. Ups. Staute sich mal wieder. Lass mich doch mal durch. Danke. Ach nee. Oh. Oh, das haben sie ein bisschen weiter nach hinten gesetzt. Da konnte man immer direkt durch. Das kann man immer noch, aber ich meine, es wäre vorher ein bisschen früher zugänglich gewesen. Na ja, gut. Nein! Da bin ich ein bisschen zu weit gedreht. Ach man, am Anfang sah es doch ganz gut aus. Oh nein, nicht die Ecke mitnehmen. Suche ich mir aber echt jede Ecke raus. Ups. War gar nicht geplant. Wollte mich nur drehen. So, an dem will ich mal vorbei. So, gucken wir mal, wann die noch rankommen. Muss auch möglich sein, hier ein bisschen was aufzuholen. 5 Runden ist ja viel Zeit. Da vorne staut es sich ja wieder. Man sieht halt, die haben an der Strecke wieder rumgebastelt, wobei die auch vorher schon so unfertig aussah. Aber ich meine, da wären ein paar mehr Objekte schon gewesen. Das sieht jetzt wieder so extrem under construction aus. So, den haben wir. Vorausgesetzt, ich komme um die Kurve. Ah, immerhin hier reingekommen. Komm schon, dich kriegen wir auch noch. Das Witzige ist, das soll eigentlich ein Clean-Server sein, also Clean-Racing. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das so stimmt. Oder ob die alle so schlecht fahren wie ich. Wobei, es fährt zumindest keiner falsch rum. Insofern kann das durchaus hinkommen. Mal gucken, ob wir den auch noch kriegen. Wäre zumindest mal nicht so schlecht. So, komm, eine Runde noch. Das ist doch machbar. Oh oh. Ein Stunt auf 2 Reifen. So, und jetzt aber innen. Okay, haben wir. Wir unterschätzen immer alle die Europäer. Ich merke es immer wieder. So. Also dafür, dass ich am Anfang so viele Probleme hatte hier, lief es doch jetzt ganz gut. Kein guter Start, aber dafür hat es eigentlich noch ganz vernünftig geendet. So, die Zeit dürfte auch so ziemlich durch sein. Schauen wir mal kurz. Er ist noch unterwegs. Schauen wir den noch zu bis zum Ende. Aber das hat er ja jetzt auch geschafft. Und damit sage ich wie immer, wir sehen uns beim nächsten Rennen.